Renommierte Forschungsinstitute beschäftigen sich immer wieder auch mit unserem Sexualleben. Während sich hier manches nie oder kaum ändert, gibt es einen Trend, der sich in den letzten Jahren mehr als verdreifacht hat. Und das Forschungsteam hat noch mehr herausbekommen. Im Mittelpunkt der Studie stand der Einfluss von Technologie auf unser Sexualleben und der ist immens. Mehr dazu jetzt in Klicks um Science and Fiction. Herzlich willkommen. Das ist wirklich eine der größten Sexstudien der letzten Jahre. Über die App Clue, die den Zyklus der Frau trackt und für sie und ihren Partner zugänglich macht, hat das Forschungsteam 140.000 Benutzerinnen und Benutzer befragt. Eine riesige Datengrundlage. Es ging um Technologie und Sex. Und ein Ergebnis ist schon mal frappierend. Digitale Technologie verändert unser Sexualleben massiv und dabei spielt das Smartphone eine Riesenrolle bzw. die Rolle. Erstmal 30% aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer nutzen Dating-Apps. 15% gaben an, darüber wirklich jemanden für eine Partnerschaft zu finden. 10% sind auf der Suche nach Sex für eine Nacht, One-Night-Stands. Die Schweden sind übrigens hier am aktivsten. Mit 46% nutzt fast die Hälfte Dating-Apps wie Tinder. Aber es gibt noch eine andere Kategorie Apps, die ziemlich beliebt ist. Lernprogramme für Sex. Ehrlich gesagt bin ich da aber nur auf ein paar wenige Apps gestoßen, aber sie scheinen laut der Untersuchung ziemlich beliebt zu sein. 18% nutzen Apps, um mehr über Sex zu lernen. In China sind es sogar 32%, da scheint es offensichtlich etwas mit der Aufklärung zu hapern. Und jetzt kommt es. Ja, 12% der Befragten tracken ihren Sex. Sie legen also ihr Telefon auf die Matratze und tracken so zum Beispiel ihren Kalorienverbrauch. Da wird dann auch noch Tagebuch geführt, mit wem man wie oft geschlafen hat und so weiter. Das ist schon lustig. Forscherin Amanda Gesselmann vom Kinsey-Institut dazu. Technologie ist eng mit unserem Alltag verwoben. Wir nutzen sie, um zahlreiche Dinge, die für uns am wichtigsten sind, zu vernetzen und zu organisieren. Wie unsere Umfrage zeigt, beinhaltet das Liebe und Sex. Viele Menschen nutzen Technologie nicht nur, um Partner zu finden, sondern auch, um mehr über Sex zu lernen, die sexuellen Erfahrungen zu tracken und ihre sexuellen Beziehungen zu verbessern. Ja, aber der absolut große Trend gehört mit zum Sex. Er ist quasi inzwischen für viele zum Bestandteil des Vorspiels geworden. Sexting. 67% nutzen Sexting, schreiben also Nachrichten mit sexuellem Inhalt oder schicken Fotos, um ihre Partner heiß zu machen. Und das ist wirklich eine ziemlich große Veränderung. Vor 5 Jahren war das noch ganz anders. Da sagten noch 21%, dass sie Sexting nutzen würden. Der Trend hat sich also mehr als verdreifacht. Für Amanda Gesselmann ein ganz klarer Trend. Sexting könnte ein neuer, aber normaler Schritt in einer sexuellen oder romantischen Beziehung werden. Ja, wer hätte das gedacht, als es damit anfing, dass Sexting irgendwann mal ganz alltäglich wird und so viele Menschen es machen. By the way, da die Umfrage über eine App zum Tracken der Menstruation war, nahmen an dieser Umfrage 134.000 Frauen, 2.500 Männer und 2.100 queere Menschen teil. Sie ist also nicht wirklich repräsentativ für alle Geschlechter. Ja, wenn ihr mehr über dieses und alle weiteren Themen erfahren wollt, dann drückt mir hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht den auf die Glocke. Hier geht es weiter mit Sex ohne Reue, neue Verhütungsmethode ohne Kondom und Pille. Wenn ihr da neugierig seid, müsst ihr unbedingt draufklicken und ansonsten bis dann. Bleibt dran.